Ja, liebe Bürgerinnen und Bürgerinnen, ich darf euch aus dem Kindergarten recht herzlich grüßen. Mir liegt es so, dass ich euch ein bisschen auf dem Laufenden halte, was in Benediktbeuern aktuell, wie es weitergeht. Heute, sage ich mal, einen Tag nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes in Benediktbeuern. Da darf ich als erstes alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, sei es als organisierte Rettungskräfte, als auch unorganisierte, die uns zur Verfügung gestanden haben, wahnsinniges Vergelt's gerade nochmal sagen. Das war hervorragend, aber auch die Unterstützung von der Bevölkerung, die die Feuerwehr unterstützt hat und immer wieder motiviert hat durch Kuchenspenden, Essensspenden, ein gutes Wort, das hat die wahnsinnig motiviert und die Rückmeldung haben wir bereits gekriegt. Ja, jetzt zu der Thematik, wie es abgelaufen ist. Insgesamt haben wir im gesamten Einsatzgebiet Hagelschäden gehabt, gibt der Einsatzbericht heraus, 641 Gebäudeschäden, die abgearbeitet wurden für Benediktbeuern, für das gesamte Hagelgebiet, Biche, Benediktbeuern, Kogge, aber auch natürlich im Isarwinkel. 123.000 Quadratmeter Pläne sind verbaut worden, was 18 Fußballfelder entspricht. 240 Tonnen Sand hat man mit Sandsäckel verpackt, um letztendlich die Pläne auch haltbar zu machen auf die Dächer. Der Einsatz ist jetzt beendet. Wir haben als Gemeinde für die Gemeinde Benediktbeuern eine Notfallhotline eingerichtet. Die 08857 69 13 33. Die dient dazu, dass man das, was die Ehrenamtler auf ihrem Dach geleistet haben, im Bestand zu halten. Wir haben Zimmerer im Hintergrund, die uns da zur Hand gingen. Bitte aber berücksichtigen, wir können den Bestand halten. Wir sind nicht so leistungsfähig, dass wir ausrücken können und Dächer aktuell in einem Bestand neu anzufassen. Also Bestand halten, wenn Pläne verschoben ist, ja. Als andere bitte unbedingt Zimmerer suchen. Gut, jetzt haben wir das Problem, wo finde ich Zimmerer? Wir haben ja auf unserer Internetseite Handwerkerlisten, die wird aktualisiert und natürlich auch bereinigt. Aber wir hoffen und damit auch der Aufruf nach außen in die Regionen, in die erweiterten Regionen, wenn Zimmerer, Dachdecker Kapazitäten haben, bitte rührt euch in Benediktbeuern. Dass wir das auf die Handwerkerliste drauf. Wir freuen uns über jeden Handwerker, der wo kommt. Und wir haben auch da schon Dankeschön, viele, die sich gemeldet haben und die wo uns helfen wollen. Bitte macht's das. Benediktbeuern wird es euch danken. Ja, wie läuft die nächste Zeit weiter? Wir werden im Krisenmodus sein. Bitte passt alle aufeinander auf, passt auf die Nachbarn auf. Wie geht es jemand? Führt ein kurzes Gespräch. Wenn ihr Gesprächsbedarf habt, sucht auch jemand. Wichtig ist, miteinander jetzt zum Reden, miteinander auch drauf zum Haben. Dann werden wir das als Gemeinschaft schaffen. So schwer und unerreichbar, dass sie vielleicht anhört. Aber die Botschaft möchte ich hinausgeben. Das, was sie gesagt hat in den Tagen und was mir rückspiegelt worden ist, wenn wir zusammenhalten, dann können wir es schaffen. Und das ist der Appell. Und ja, vielen Dank jetzt aus dem Kindergarten. Ihr seht es selber, wir in gemeindliche Liegenschaften sind wir genauso betroffen. Wir sind uns aber bewusst, das Eigenheim hat den Vorrang. Den Kindergarten, den haben wir jetzt notdürftig so im Griff, dass wir den Betrieb auch wieder aufrechterhalten können. Genauso die Schule. Die Schule wird die Verglasung gemacht und wir können den Schulbetrieb definitiv beginnen. Ja, das war es jetzt mal aus dem Kindergartengarten. Euch viel, viel Kraft. Schaut, dass Handwerker bringt und ich wünsche euch viel, viel Gutes. Und wenn ihr Fragen habt, bitte kommt auf die Gemeinde zu. Danke euch und viel Kraft, alles Gute.